So Leute, willkommen zurück zu Baba Is You. Ich war hier echt gut. Ich war hier echt nicht schlecht. So. Nee, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht von dem, was ich eigentlich tun sollte. So. Hier ist nämlich das Ganze so simpel wie doof. So. Ich muss hier einen Text und ist auf demselben haben. So, jetzt ist so shut und wir haben das ist verfügbar. Wir haben das Text verfügbar und jetzt kann ich einfach sagen, Text ist shut, Door ist locked, so. Door ist open. Und so funktioniert's. Gerade vollständig. Das war der einzige Schritt, der mir gefehlt hat und ich bin nicht drauf gekommen, ums Verrecken nicht. Man glaubt es gar nicht. So, jetzt würde ich aber tatsächlich in die Gruft gehen, weil das andere da oben. Oder soll ich das mit euch gerade lösen? Gefährliche Umgebung. Weil, seien wir mal ehrlich, irgendwann müssen wir es machen und ich komme hier. Ich komme nicht auf den gelben Zweig. Auf den gelben Zweig. Ich möchte jetzt auf gelb. Ich komme nicht auf den grünen Zweig. Sekunde, ich such's gerade. Ah, Hostile Environment heißt das im Englisch. Ja, man muss hier immer nach den englischen Namen suchen. Okay, es gibt mehrere Lösungen. Ehrlich? Warum bin ich nicht auf eine gekommen? Sekunde, sehe ich das gerade richtig? Ich soll das so machen? Aber das ist doch völliger Schwachsinn. Haben die wieder eine alte Version? Kann das? Ach so, nee, ich muss Keke is Baba noch machen. Keke has Baba. Okay. Dann ist das Ganze natürlich etwas aufwendiger, aber nicht weniger sinnvoll. So. Hoffentlich passt das überhaupt alles so, wie ich mir das jetzt denke. Okay, ja, doch, das passt. Das passt alles da rein. So, das Move muss zuletzt hin. Okay, da muss man erstmal drauf kommen. Aber das ist ja hier bei Baba Is You allgemein so die Devise. So.
Warum schaltet sich das Weak nicht ein? Er ist doch weak, der sollte doch eigentlich dran kaputt gehen, oder? As Baba and Keke is moving and weak. Ach so, und die Flagge. Oh, die haben das umgestellt. Oder? Ah, nee, ich habe Fehler gemacht. Alles noch mal auf Anfang. Genau, die Flagge killt den nämlich. Das bedeutet, ich muss ihn hier positionieren. Er darf nicht mehr weak sein. Er darf nicht mehr push sein. Das End positioniere ich schon mal hier drüben. Das Hess brauche ich noch. So, jetzt muss ich Flag is Push machen. Okay. Die schiebe ich jetzt hier hin. Und jetzt brauche ich das Is woanders. Okay, ja, gut. Da drauf zu kommen, ne? So. Jetzt läuft der da rein, geht kaputt. Und wir haben's. Was ein Rätsel. Ich dachte, ich muss niesen. So, zerbrechliche Existenz. Das würde ich gerne noch auf die andere Seite le auf die andere Weise lösen. Ich habe jetzt gemacht, Level ist Baba. Was ja absoluter Quatsch ist. So, Door ist Defeat und Door ist Melt. Bedeutet, ich muss jetzt irgendwas hot machen. Key ist hot. Damit käme ich da durch, theoretisch. Problem ist, sobald das Level weak ist, zerbricht's. Das heißt, das ist schon mal Quatsch. Die ist hot, aber ich kann ihn nicht verschieben. Level ist Key, könnte ich auch machen, dann wäre es halt nicht mehr Baba, sondern Key. Wall ist Stop. Ja, und nichts dran ändern. Baba ist You, ich könnte sagen, Key ist You. Das würde gehen. Er ist dann halt nicht mehr hot. Ach so, und Key ist Key, Key is not you. Ach so, doch, ja. Key ist nicht Baba. So. Warte mal. Was wäre denn? Habe ich noch ein Spare ist? Noch ein ist, das ich verwenden kann. Einmal Key is U. Und gleichzeitig möchte ich aber auch Key is Hot machen. Key is U. Und Baba is U. Ich will jetzt aber gerade gar nicht, dass dieses Baba is U haben. Das ist raus. So.
Verdammt, ich kann das so nicht bringen. Was ich machen kann, ist das Is hierhin. So. Baba is you. So. He is you. Baba is you. Ach so, nee, Moment, da war jetzt ein Denkfehler von mir. So, Baba is you. Baba is hot. So, jetzt kann ich mich hier durch die Tür schmelzen. Was wäre denn mal ganz, ganz, ganz blöd, wenn Level Melt wäre? Weiß, ich soll Wall Melt machen, aber ich will das wissen. Okay, dann zerlege ich wieder alles. Oh, weil Wall Stop ist, kann ich mich da nicht durchschmelzen, oder was? Wall ist Wall, das heißt, ich kann auch nicht Wall ist Door machen. Okay, ja, wenn ich mich da nicht durchschmelzen kann, dann bringt das nichts. Ich habe auch keinen Text. Wall ist Defeat. Warum ist Wall Defeat? Wahrscheinlich, damit ich mich eben nicht durchschmelze. Level ist weak. Was kann ich denn mit dem Level machen? Ich überlege gerade, ob ich hinkriege, Level ist hot. Aber dafür müsste ich rauskommen, um das hier reinzuschieben. Oder müsste ich? Aber es. Ja, müsste ich. Sonst kriege ich das da nicht vorbei. Weil ich es da nicht rauskrieg. Hot kann ich also nur da drüben bilden. Das ist schlecht. Jetzt am Überlegen, ob ich Level Is You bauen kann. Oder ist es wieder das, was alles so furchtbar macht? So. Warte mal, das U muss hier hin. Okay. Ich habe ja Level is Baba beim letzten Mal gemacht. Ich hoffe, Level is U sorgt für bessere Sachen. You, level is you. Okay. Ich kann jetzt das ganze Level hier verschieben. Aber ich kann nicht gewinnen. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Diese Level treiben mich in den Wahnsinn. Aber ich will das jetzt nicht ewig. Ich guck jetzt mal, wo mein Denkfehler liegt. Fragile Existence. Baba, vom Key Issue, vom Baba.
Level ist Baba, ja, das hatte ich ja. Ja, die Tür schmelzen. Baba ist key and get hot off the wall. Ah, ja, natürlich. Blöd, ey. Also meine Idee war tatsächlich nicht schlecht. Meine Idee war sogar gut. Ich hatte einfach bloß einen ganz blöden Denkfehler drin. Issue, wie hatte ich das? Hier, ne? Jetzt muss ich noch eins runter machen. Hängt das zu hoch, glaube ich. So. Okay, jetzt habe ich es andersrum gemacht, aber das ist auch okay. Weil ich kann jetzt... okay, jetzt habe ich zwei Keys. Das ist aber eigentlich auch nicht so das Problem. Ich ein bisschen aufpasse, dass ich jetzt nichts kaputt mache. Dann brauche ich dieses ist. Brauche ich halt zwei Schlüssel, ne? Geht mir ein bisschen auf den Keks, aber ist okay. So. So, das Level ist heiß und die Wände schmelzen. Hätte es ausnutzen sollen, als ich es noch konnte. Und das Level ist der Sieg. Okay, ja. Kann ja den anderen einfach rüberbringen. Dann habe ich nicht gedacht. Okay. Zerbrechliche Existenz haben wir jetzt abgeschlossen. Aber ich kann Baba da nicht draufbringen. Was ich schade finde. Dann gehen wir jetzt an die Kluft. Ah, aber nicht mehr heute. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Baba Is You. Bis dann, euer Wolf.